Und hinein gehen wir in den Buchladen. Sophia finden! Sophia, wo bist du? Ich brauche meinen Adlerblick, um sie zu finden. Ich höre irgendwas. Wahrscheinlich brauche ich den... Was? Was ist das? Sag mir nicht, das ist Sophia. Plündern? Das ist nicht Sophia. Hat sie sich gewehrt? Eine Nebelbombe. Okay, cool. Wow, Alter. Wie viel hat die... Hat die alle selber? Die Leiche untersuchen. Was geht hier ab? Das war aber jetzt nicht Sophia, oder? Oha, Yusuf! Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Unsere Assassinen. Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Ganz genau, ganz genau. Jetzt machen wir ernst. Jetzt machen wir ernst. Was geht hier ab? Ahmed finden und eliminieren. Oh, das hört sich... Während einer Story-Mission rufen. Assassin-Herausforderung, Satz 2, 1 von 2 beendet, was? Okay. Ja, ihr kommt jetzt mit, ne? Wir gehen und zerstören Ahmed. Warnung, Sperrgebiet. Ja, hier, Freunde, let's go. Ich habe eine Frage an euch. Ich bin hier bei euch, Brüder! Ja, die machen das schon. Das war knapp. Für ein Pfeilhagel. Wie wär's hiermit? Yes! Pfeilhagel bringt dir mehr. Ich will Ahmed. Wo ist er? Moment. Weißt du, die werden gerade angegriffen. Von was weiß ich wie vielen Assassinen. Und einer von denen... Moment, was ist hier los? Oh, der schießt gleich auf uns. Tschüss. Willst du mich verarschen? Du kannst dich dann nicht hoch... Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Ich hätte gedacht, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer. Du versuchst dich am Spiel. Aber du verstehst die Steine. Dein Ernst? Ist er das? Können wir ihn einfach umbringen? Du hast lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Du versuchst dich am Spiel. Aber du verstehst die Steine nicht. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay, weißt du was? Wir probieren es mal mit der... mit unserer normalen Klinge. Hakenklinge, ja. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Schnauze, Mann. Ahmed. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Gut, dass er sich überhaupt nicht wiederholt. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Ja, vielleicht. Vielleicht denke ich das. Vielleicht aber auch nicht. Du versuchst dich am Spiel. Aber du verstehst die Steine nicht. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Was denke ich? Was ist? Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Wahrscheinlich eher nicht. Deine Zeit ist gekommen, Junge, ich kann ihn nicht anvisieren. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Er du kann warst einfach lange nicht... genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Du heim zum... Was passiert hier? Ach, ich muss in seine Nähe. Aber ich dachte, ich kann ihn von oben... Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell.
Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Mhm. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Was ist jetzt mit Sophia? Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Das werden wir sehen. Suleiman, mach was. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Mhm, Suleiman. Schesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater? Nein. Wir können ihn nicht verschonen, den Dreckskerl. Das kann ich nicht tun. Niemals, wenn er unsere Sophia irgendwas angetan hat. So, volle Synchro. Ja, mal geschafft. 1500 war hier drin. Junge. Nicht schlecht. Das gefällt mir. So, ja, Schlachtfeld. Sag mal. Weil du wirst uns doch jetzt nicht angreifen. Wir haben gerade hier einen Krieg gewonnen. Den kenne ich doch. Junge, ich gehe einfach weiter. Ich. Ihr! Stehen bleiben! Ja, ja, ist schon klar. Hey, wo habe ich euch schon mal gesehen? Junge. Der hat den Gong auch nicht gehört, oder? So. Irgendwo habe ich den schon gesehen. Wo zum Henker müssen wir hin? Oha. Okay, das ist ein weiter Weg. Ist hier irgendwas Neues jetzt? Oder? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube tatsächlich nicht. Wir könnten Geld abheben. Wir könnten schauen, ob wir vielleicht unsere Rüstung verbessern können. Oh, hier vielleicht. Zum Schneider könnten wir mal. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja neue Ausrüstung, die wir anziehen können. So, alles ist zerstört. Tja. So ist das eben manchmal. Für 900 renovieren, bitte. 900 Dublonen. Mal sehen, was er für uns hat, der Gute. Ja, es ist schick eingerichtet direkt. Schon bald in süßen Bahnen sein. Ja dann, was zum Henker? Verschont mich, ich bin ein guter Mann. Alter, das ist nicht dein Ernst. Greif mich hier während dem Shoppen. Während ich shoppen bin, greifen die mich an. So, kann ich jetzt? Kann ich jetzt vielleicht? Danke. Wow, Beutel.
Großer, falsch, ist mir egal. Medizinbeutel, ein großer, das könnten wir machen. Auf jeden Fall. Schwere Schwertscheide. Warum nicht? Können wir machen. Messer, Gürtel, Erweiterung. Messer benutze ich gar nicht, ne? Benutze ich tatsächlich nicht. Kleider färben will ich gar nicht. Dann gehen wir zum Schmied. Der ist direkt hier. Hallo, Senior. Hast du was Schönes für uns? Erstmal reparieren. Alles, ja. So, und jetzt Rüstung. Die Mamluken, ja, nee. Brustplatte. Kostet 6.000. Das kostet 10.000, Alter. Sipai Reitstiefel für 11.000. So viel Geld habe ich gar nicht. Schulterplatten aber, Junge. Reiterbrustschutz. Brustplatte? Ach nee, das... okay. Ja. Ich brauche also diese vier hier. Diese vier Dinger. Ich mach mal Reiterbrustschutz für 14.000. Das schon hab ich. Jetzt habe ich noch 15.000. Damit könnte ich mir noch die Schulterplatten holen. Komm, das mache ich gerade. Waffen. Oh, da ist so einiges dazu gekommen. Französisches Bastardschwert. Aber alles irgendwie schlechter als das, was wir schon haben, ne? Assassinen. Ach, bereits im Besitz. Auch alles minus. Minus, minus. Wir haben schon das beste Schwert. Ne, hier. Sizilianischer Rapier. Ja gut, wir haben eh kein Geld, ne? Das ist ja alles vollkommen egal. Ich gehe mal gerade zur Bank. Die ist ja auch hier. Was schreit ihr denn so rum? Habe ich überhaupt genug, um eine Bank zu kaufen? Ja. Ich hebe mein Geld ab. Vielleicht können wir uns dann noch was holen. Das wäre ganz nett. So, ja, wunderbar. Klasse. Wie viel kann ich abheben? Ich kann auch furunkeln. Huste. So. Apotheke. Ich habe gerade eine Apotheke gekauft, ich Schlauberger. Scheiße. Das ist die Bank für 1200. Fucher. Okay, das Einkommen steigt, aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt Geld. Nicht erst in 5 Jahren. Wo kriege ich nur so schnell neue Kunden her? Ich bin dein neuer Kunde, aber ich will Geld abheben. Gib mir direkt mein Geld. Geld abheben und zwar 5.000. Ja, das ist natürlich nicht viel. Ja, das ist nicht viel. Damit. Ich glaube, da kriegen wir nicht wirklich viel, oder? Nee, wir bekommen gar nichts. Wir kriegen gar nichts. Okay, schade. Aber habe ich das jetzt schon ausgerüstet? Habe ich das schon ausgerüstet oder noch nicht so? Rüstung. Reiterbrust, ja. Das Metall basiert auf den Rüstungen berühmt und gefürchteten osmanischen Kavallerie. Ja, aber habe ich das? Wie kann ich das denn ausrüsten? Ich kann es nicht ausrüsten, oder? Oder es ist schon ausgerüstet? Weiß ich jetzt nicht. Egal. So. Scheiße. Ich bin ja richtig on fire hier. Ja, ich hab's vergeigt. Ich hab's einfach vergeigt. Das mit dem... mit der Apotheke. Die wollte ich gar nicht kaufen, Mann. Okay, wir müssen komplett in den Norden. Ja, um unsere nächste Mission zu erfüllen. Im Assassinen-Hauptquartier nämlich. Wir haben ja alle Massiv-Schlüssel. Das bedeutet, um Sophia zu retten, müssen wir tatsächlich kooperieren. Werden wir das tun?
tut der gute Ezio das? Was für eine Woche. Ja. Das Geschäft lief gut. Das ist schön. Das Geschäft läuft immer gut. Im Assassinengeschäft hat man immer nur Plus. So, unser Unterschlupf ist auf der anderen Seite. Ja. Oha. Der Austausch. Sammeln Sie die Masyaf-Schlüssel für den Austausch ein und bringen Sie sie zu Ahmed, um Sophia zu retten. Sophia retten, bevor sie die Hälfte ihrer Gesundheit verliert? Was machen die denn mit der? Das gefällt mir gar nicht. Komm, Ezio. Lässt sich gut Zeit, dafür, dass Sophia gerade, was weiß ich, was gemacht wird. Die Assassinenbrüder finden, um sich beim Austausch von diesen beschützen zu lassen. Die Assassinenbrüder. Ja, die finden wir hoffentlich. Also, das hoffe ich sehr. Ja. Raus mit uns. Liebe Assassinenbrüder, wo seid ihr? Wir laufen direkt in deren Richtung. Junge, ey, wie soll man denn hier so viel Geld sammeln? Dass man auch noch diese Gebäude sich leisten kann. Das ist auch... Was muss man denn dafür machen? Muss man jeden Einzelnen ausrauben? Hallo, Freunde. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren, so wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Okay. Das wird ja ein Spaß. Mit Ahmed treffen und den Austausch durchführen. Ich hoffe sehr, das kriegen wir hin. Kommt. Ich bin sicher, dass ihr eure jährliche Untersuchung noch nicht hattet. Doch, hatte ich tatsächlich. Erst letzte Woche. Vergebt mir meine Unbedeutung. Wahrscheinlich muss ich hier hoch. Nein. Klasse. Klasse Sprung. Okay. Da ist er ja schon. Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt ist das so? Die Schlüssel. Erst einmal Sophia. Erst das Mädchen. Ganz genau. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Dieser Dreckskerl. Junge, ich werde dem so meine Klinge reinrammen. So, wir haben 2 Minuten Zeit. Willst du mich verarschen? Komm, Ezio. Beeil dich, Mann. Okay, so. Bloß nicht runterfallen jetzt. Das wäre natürlich nicht so schön, nicht so vorteilhaft. Okay, das sieht gut aus. Wir kommen gut voran. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wir sind gleich oben. Und Sophia, halte aus! Weh, du stirbst, Mädchen.
So, her damit. Her mit. Das ist sie gar nicht. Donation. Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Small, du bist mir scheißegal. Was? Okay. Sophias Gesundheit. Alter. Wo sind sie? Da unten. Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Na los, na los. Ja, ja, Jungs. Junge. Perfekt. Das war perfekt. So, komm her. Das war eine knappe Kiste. Seid ihr verletzt? Die gurgelt alles raus. Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Brennt! Das sind Männer, die offensichtlich nicht gut zielen können. Okay, komm, jetzt geht's wieder los. Eine Kutschenfahrt. Die mag ich eigentlich ganz gern, die Kutschenfahrten. Ich hoffe, ich darf selber fahren. Der Austausch. 100% Sync. Das Ende der Straße. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masyaf-Schlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. 20 Wachen eliminieren. Okay, mach ich. Fast geschafft. Durchhalten. Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Mhm, voll. Das klappt ja super. Stirb! Mist. Doch eine Kutsche, das gefällt mir nicht. Nein. Weiß ich hier aufzubleiben. Okay, der hat gesessen. Unsere Kutsche sieht gar nicht mal so gut aus. Wo ist denn die andere Kutsche? Jetzt stirbst du. Oh mein Gott, unsere Kutsche ist gleich im Eimer, sehe ich gerade. Das haben wir sehr gut gemacht. Halt stark! Halte durch, Sophia! Passt auf! Junge, rette sie! Ezio! Hilfe! Den Fallschirm benutzen! Junge, was geht hier ab? Hilfe! Voll der James Bond-Shit. Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht! Bleib stark! Natürlich! Natürlich! Sophia beschützen! Wie soll ich das denn schaffen? Von hier! Oh nein! Alles wird gut! Junge! Sabelle, mir geht es gut! Das ist schön! Soldaten, voraus! Ich sehe sie! Okay, das hat nicht geklappt, aber das hier auch nicht. Jetzt aber. Nice. Das ist schon echt cool. Das ist schon sehr cool gemacht. Oh mein Gott. Links. Das tut sehr weh, glaube ich. Und der Ezio könnte sich normalerweise nicht halten. Sophia, ihr müsst aufpassen. Ich weiß, ich weiß. Sophia, ihr seid schuld an meinem Leid. Seid bereit, Sophia. Mehr Soldaten. Okay, jetzt aber. Was? Next. Okay, wow. Sehr schön.
Das läuft sehr gut bisher. Schneller! Ach, Ahmed, mach keinen Stress. Was soll dir helfen? Wie denn? Nicht gegen den Baum krachen, nicht gegen die Wand krachen. Ja gut, fahren kann die aber die Kutsche. Autsch. Au. Aua. Oh je. Oh je. Ich dachte, wir können jetzt Sachen hier werfen überall, aber... Au. Ja, ich... Schnapp mir ein bisschen Medizin mitten in der Luft. Klar, so ist das halt. Eure Entschlossenheit wäre fast charmant, wenn sie nicht so ärgerlich wäre. Schnauze. So. Komm her. Was? Willst du mich verarschen? Toller Wurf. Super Wurf, Ezio. Next. Junge, unser Fallschirm ist unfähige Kinder. Unzerstörbar, glaube ich. Nice. Das tat weh. Oh, so. Basti wird angeschossen und die sagt, das tat weh. Ja, sehr schön. Den schnapp ich mir. Tschüss. Das läuft sehr gut. Komm schon, Ahmed. Sophia ist noch am Leben. Das ist sehr gut. Ezio, seht! Was denn? Wie du warst wie lange einfach, genug ein Dorn in meinem Fleisch. Wie der einfach den Ahmed überholt. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut. Ach so. Na komm, lande bitte auf seinem Dach. Schade. Yes. Gegen Ahmed kämpfen. Du willst mich verarschen. Was zum Henker geht hier ab? Okay. Abwehren. Junge, was ist das für ein Sturz? Lass ihn runterfallen, den Ahmed. Das hat sich schmerzhaft angehört. So, aber Ahmed ist bestimmt noch nicht tot, oder? Der ist neben uns, liegt da, er bewegt sich noch, ja. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Suleiman hat uns gebeten, ihn nicht umzubringen, wenn es möglich ist, aber... Mal sehen. Halt! Oh! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! Ja, nee, ist nicht. Ich glaube, das war's.
Ja. Ich habe versucht, ihn nicht zu töten. So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Da ich Firenze. Bin Selim, Sülemans Vater. Oh. Er spricht sehr gut über euch. Gut. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Junge, der Ezio. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Das ist die Frage. Wir haben die Masyaf-Schlüssel wieder. Wir sollten uns den Tempel ansehen. Ich glaube, es ist Zeit. Es ist Zeit. Wenn das denn überhaupt möglich ist in diesem Game. Vielleicht ja auch nicht. Was nun? Prioritäten. 20 Wachen. Wir haben tatsächlich 20 Wachen eliminiert. Ich meine, ja klar. Was denkst du denn? Sequenz 8 beendet. Starten wir direkt in Sequenz 9, oder was? Bill, gut dich zu sehen. Oh. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Was? Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Das ist nicht gut, oder? Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Muss ich jetzt... Oh, das ist wieder ein Ladebildschirm, ne? Ja, okay. Oha. Da löst sich einiges auf. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was? Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Wir sollten vielleicht gehen. Alles bricht auseinander. Aber wir brechen noch durch. Und schreiben an unseren Memoiren. Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon. Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau. Und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Mal sehen. Conafetto, Ezio. Ach ja, ich hoffe, die Ezio-Kollektion endet nicht mit Ezios Tod. Das fände ich schon sehr traurig. Ezio ist wirklich ein sehr cooler Charakter. Sehr, sehr gut. Gut geschrieben, gute Synchro. Ich mag Ezio Auditore. Da Firenze natürlich, nicht vergessen. So, wir sind jetzt mit Sophia hier in Akkon. Eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Ach so. Doch nicht mehr in Akkon. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Wir akzeptieren Kommt, natürlich. Beeilung. Ja, ja. Dieser Anstieg. Entschuldigung. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahat. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee?
Wahrscheinlich. Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Hier lang. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann schreiten wir doch durch die Tür. Und schauen uns an, was hier uns erwartet. Mit dann Sophia zur los. Tür der Bibliothek gehen. Ihr werdet nicht tief fallen. Das hoffe ich doch sehr. Na komm, Sophia, ich weiß, du hast deine Stöckelschuhe an, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist... Wow, ich... Ja. So, da ist die Tür und wir haben die 5 Schlüssel. Aber wo werden die jetzt eingesetzt? Das Ende der Straße. Weiß er es? Mit den Masyaf-Schlüsseln das Rätsel lösen. Aha. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Ja, Mist. Das... Hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Oh. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt Tipp euch halt. Das? Nee, noch nicht. Sophia, okay. Ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Also ich kann das... okay, wir fangen mal mit dem ersten an. So, den kann ich... Oh, das Licht ist cool. Das sieht echt cool aus. Tipp, ich will keinen Tipp. So, wir können die Dinger hier auch drehen. Ist jetzt die Frage, da kann man den nicht reintun, hier, zwischen den beiden hier. Da ist ja auch so ein Loch, aber das ist nicht möglich. Okay, das muss... Das muss also perfekt da drauf passen. Das hier vielleicht? Das sieht auf jeden Fall richtig aus. So, dann haben wir so ein Ding hier. Das müsste hier... Ne, so nicht. Ne, das ist nicht spitz genug. Wo könnte das... Hier vielleicht. Das... wobei vielleicht... das eher. Das passt besser. Okay, den nehmen wir. Hier noch so ein Spitzer. Vielleicht diesmal hier. Das sieht gut aus. Okay, jetzt haben wir hier einen Dreier. Das könnte hier passen tatsächlich. Muss ich alle an einem machen? Moment, ich probiere das mal aus. Würde das gehen? Oh, das geht. Ich probiere es mal. Wobei, hier ist so ein Vierer. Wo ist denn hier ein Vierer? Oh, Moment. Oh, der müsste dann hier oben hin. Na klar. Ja, sicher. Und dann hier. Nein, ja.
Das scheint richtig gewesen zu sein. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Natürlich, Sophia. Das plane ich. Und du kommst mit. Wir lassen die doch jetzt nicht hier. Altairs Bibliothek untersuchen. Also, wir haben eine Bibliothekarin. Wir nehmen die nicht mit. Wo kommt die Fackel plötzlich her? Weißt du, Sophia, die uns da wirklich weiterhelfen könnte, die kommt nicht mit. Okay, cool. So, wir machen die Lampen an. Mhm. Es ist mega dunkel. Leider, aber so ein bisschen kann man erkennen. Hier ist ein Stuhlkreis. Okay. Sonst ist hier nichts. Keine Bücher. Da sitzt jemand. Kein Wissen. Nur du, Fratello mio. Oh, ist das Altair? Ist das Altair? Requiescat in pace, Altair. Oh, ich hab so Gänsehaut gerade. Krass. Wofür ist das denn? Ein sechster Schlüssel. Ein sechster Schlüssel, eine sechste Erinnerung. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Mhm. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Was für ein Geheimnis ist das? Was für ein Geheimnis ist es? Wir haben Altair gefunden. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Oh. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Okay, wir machen die seltsame Vision. Dinger wieder aus. Nachricht von jenen, die vor uns leben. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Altair? Mit unserer Familie. Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Wer redet da? Es ist meine Pflicht, Maria. Okay, hier drin sterben wir also. Als Altair. Maria. Wo bist du? Wo ist sie? Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder im Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Er hat den Apfel hier versteckt. Der Apfel darf nicht gefunden werden. Bis der richtige Zeitpunkt kommt. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Setzen Sie sich einen Moment und ruhen Sie sich aus, stand das da. Das tun wir. Als Altair im letzten Stuhl, in dem er sitzen wird. Krass. Er setzt sich also und schläft ganz ruhig ein.
Der gute Alter hier, der Held von Assassin's Creed 1. Die Legende. Coole Transition. Tja. Das war's dann wohl mit Altair hier. Altair ist eh ein Apfel. Was stand da? Finden? Entdecken? Ich weiß es nicht. Ich bin zu langsam im Lesen. Ich hab mich drumherum wieder umgesehen. Wir sollen also seinen Edenapfel schnappen. Das tun wir. Und da ist noch ein Artefakt. Ja, klar. Nein. Du bleibst schön da. Was? Ich habe genug für ein Leben gesehen. Okay. Desmond? Spricht er mit mir? Oha. Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Hm? Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Oha. Krass. Kannst du mich hören, Ziffer? Kannst du mich sehen? Oh. Odin? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Wer ist das? Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Ja, hab ich. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Gut, Zeus, gut. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten. Jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes.
Wir versuchten sechs hintereinander. Jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Toll. Junge, ist das hell. Was zum Henker? Endet wohl die Welt. Das ist, oh, das war nicht schön. Die Welt Arme. Bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art. Und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter. Gemeinsam. Um aufzubauen. Zu erneuern. Du musst dorthin. Zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt. Vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Okay. Was werden wir da jetzt finden? Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Ja, klar. Sohn? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Okay. Enthüllungen. Okay. Was? Er weiß, was zu tun ist? Was ist denn zu tun? Okay, krass. Das war das Ende. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, wir kommen noch in diesen letzten... an diesen letzten Ort? Und da wird das nicht mehr gezeigt? Das wäre schade. Huch. Fortsetzen. Kann ich... Tja. Das war das Ende von Assassin's Creed Revelations. Der letzte Teil aus der Ezio-Kollektion. Ach, Leute. Oh. Offene Enden. Ich hasse es. Ich will verstehen. Aber das war alles irgendwie so...
so halb zu Ende erzählt, hatte ich das Gefühl. Oh. Okay. Normalerweise würde ich jetzt so ein kleines Fazit von mir geben, wie ich das Spiel fand, was gut war, was nicht so gut war. Ich will das jetzt mal anders machen. Ich mache dazu ein kleines eigenes Video, ja, mit meinen Gedanken zu dem Spiel. Ist so eine kleine Idee, ja, so was Neues, ein kleines neues Format, einfach nur mal zum Ausprobieren hier bei YouTube. Ich mag das eigentlich ganz gern, nach dem Spiel, nachdem ich durchgespielt habe, ein bisschen was zu erzählen. Und zwar beim Abspann oder nach dem Abspann, wenn da nichts mehr kommt, würde ich jetzt gerne in so ein kleines Mini-Video. Ich weiß nicht, wann es kommt, wahrscheinlich jetzt zeitgleich oder eine Stunde nachdem der letzte Teil. Insel wird rekonstruiert. Gut, dass ich gewartet habe. What the fuck? Also, trotzdem bleibt es dabei, ja. Mein Fazit wird in einem eigenen kleinen Video zu sehen sein. Wird ein paar Minuten gehen. Einfach so meine Gedanken zu dem Game, zu der Ezio-Kollektion. Aber ich sehe, da scheint noch was zu kommen. Das schauen wir uns natürlich an. Wir wurden ja gelöscht. Deswegen ist das hier alles zerstört und ist verschwunden. Und wir haben uns mit letzter Kraft noch hindurch geschafft, durch das Tor zu kommen. Aber jetzt baut es sich wieder auf. Okay. Ich hoffe, dass wir so eine kleine Erklärung bekommen. Ja, weil das war ja schon ein ziemlich offenes Ende, oder? Oder war das jetzt wirklich abgeschlossen und ich checke es einfach nur nicht? Ich weiß es nicht. Die Insel wurde rekonstruiert, die gibt's also jetzt wieder. Aber ist Desmond auch hier? Desmondus, bist du hier? Und was waren das für andere Portale da oben, die Dinger? Da bin ich ja gar nicht reingegangen. Was sind das für Portale gewesen? Hätte ich mir das auch angucken sollen? Ich weiß es nicht. Das Spiel hat mir aber auch nicht wirklich gesagt, okay, du musst jetzt durch das Portal, du musst jetzt hier durch. Ich konnte halt selber wählen. Ja, aber ob es jetzt wichtig war für die Hauptstory, da durchzugehen, hier die hinten links, die Portale. Wir sind ja immer durch das rechte große Portal gegangen. Alter, die Musik. Komposition einfach. Traum. Es wäre echt schön, wenn hier noch irgendwas passieren würde. Wenn wir noch irgendwas sehen könnten, schmönten. Aber ich weiß nicht, ob das hier einfach nur die Insel ist, die jetzt gezeigt wird, die gleich wieder verschwindet, aber ob wir Desmond nochmal sehen? Und wer war der Typ, der da neben ihm stand und seinen Sohn genannt hat? Ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas nicht gemacht, dass ich es hätte jetzt verstehen können? Ich weiß es nicht. Ja, ich kann diesen Abstammern halt auch nicht beschleunigen, aber es macht auch Sinn, wenn im Hintergrund diese Insel rekonstruiert wird, ja, klar. Aber die steht halt jetzt. Was ist damit? Warum wurde die jetzt neu erschaffen? Die German Version bei Mauspower GmbH. Klasse Arbeit, Jungs und Mädels. Der Quality Check machen die also auch. Schön. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, da kommt noch was. Es kann sein, dass ich das überspringe. Falls nicht, es tut mir leid. Aber ich hoffe, ich denke dran.
Und ich hoffe, dass da noch was kommt. Natürlich, ja. Wir werden es sehen. Junge, das hat so lange gedauert. Ich glaube, es geht aufs Ende zu. Kann das sein? Ich weiß nicht, wie lange das jetzt ging. 15 Minuten? Mehr sogar? Also. Havoc. Und es ist immer noch nicht vorbei. Und du wirst sehen, am Ende bekommen wir trotzdem nichts. Ja, wir bekommen keine Informationen, was da jetzt passiert ist. Ja, das fände ich etwas schade, muss ich sagen, aber... Weil für das Ende der Ezio-Kollektion... Mal gucken, vielleicht kommt ja was. Da steht er einfach, der Desmond. Okay, was zum Henker? Okay, was ist, wenn ich jetzt hierhin zurückgehe? Bin ich dann wieder in Konstantinopel als, als Ezio. Wahrscheinlich kann man dann noch die restlichen Dinge erledigen, die man hier noch machen könnte. Vielleicht ist ja was dazugekommen. Ich schaue es mir an. Aha. Wir sind also über unserem Hauptquartier. Ich verstehe. Ist da jetzt irgendwas Neues? Ich schau mal. Ja, nee. Nicht so, ne? Leider nicht. Ja, toll. Okay. Ist nichts mehr dazu gekommen. Diebesauftrag. Ja gut, man könnte natürlich hier diese ganzen Diebesaufträge machen. Assassinenfeste und sowas. Weiß ich jetzt nicht. Schätze, man könnte alles machen. Aber ganz ehrlich. Nee. Muss nicht sein. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne ein neues Format reinbringen. Und zwar... Toller Sprung. Meine Gedanken. So ein bisschen zu Assassin's Creed, der Ezio-Kollektion, vor allem jetzt hier in Revelations, was hier so abging, würde ich gerne einfach von mir geben. Bedeutet, das war das Ende von unserem Abenteuer mit Ezio Auditore da Firenze. Er ist alt geworden. Ich bin froh, dass er nicht gestorben ist, muss ich sagen. Ich bin echt froh. Er hat es geschafft, am Ende noch zu überleben. Auch wenn das Ende jetzt so ein bisschen... Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich mir dann ein paar YouTube-Videos reinziehen, was da überhaupt passiert ist. So wirklich verstanden habe ich es nicht. Ja, vielleicht habt ihr es ja verstanden. Dann könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was da so abging. Das Spiel an sich hat echt Spaß gemacht, aber... Das Ende... Hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber wie gesagt, ich werde das in einem kleinen Video alles von mir geben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei einer neuen Aufnahmesession von einem neuen Spiel natürlich wieder. Was es sein wird, ich habe keine Ahnung. Mal sehen, wir lassen uns überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.